Hallöchen, ihr lieben Fräuleinchen, zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder für euch einen Halara-Haul, denn ich durfte mir wieder ein paar Teile aussuchen und meine Auswahl ist ziemlich groß geworden. Und ja, ich zeige euch natürlich wieder, was ich alles geshoppt habe und selbstverständlich machen wir dann wieder gemeinsam die Anprobe und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Dieses Mal habe ich mir in den Hosen eine Größe kleiner bestellt. Die saß zwar beim letzten Mal richtig gut, aber ich habe gemerkt, das kann ruhig ein Ticken kleiner sein, weil durch das Stretchen ist das ja schön elastisch. Und ja, ich hoffe, es war jetzt natürlich keinen Fehler. In der Größe XL habe ich eingekauft. Und was ich so bei den Halara-Hosen liebe, ist einfach, dass die ultra bequem sind. Ich habe noch nie bequemere Hosen getragen und die fühlen sich teilweise an, als hätte man gar nichts an. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. Und deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass ich mir noch mal was aussuchen darf und habe dieses Mal, ich glaube bis auf ein Teil, wirklich nur Hosen ausgesucht. Also gibt es hier überwiegend einen Hosen-Haul heute. Für euch habe ich selbstverständlich auch wieder einen Rabattcode ergattern können. Den findet ihr wieder unten in der Infobox, genauso wie alle Teile, die ich geshoppt habe. Gut, legen wir los. Das ist Hose Nummer 1. Was ich so schön finde bei den Halara-Hosen, ist halt erstens mal der Stretch. Das finde ich richtig, richtig gut. Sie ist mega bequem. Guckt euch das mal an. Es sieht halt einfach aus wie eine normale Jeans, aber seht ihr das? Die ist richtig schön stretchy. Unten geht sie schön eng wieder zusammen. Und hinten haben wir wieder diese praktischen Gesäßtaschen. Ich bin ja jemand, der immer sein Handy bei sich hat. Und ja, da kann ich das immer so reinstecken. Genau, was ich auch mega feier, ist einfach ein hoher Bund. Ich habe ja wirklich viel Hüfte und leider auch viel Bauch. Ich weiß ja, das ist immer das Letzte, wo ich abnehme tatsächlich. Und deshalb feiere ich halt diesen hohen Stretchy-Bund auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir hier so quasi eine Fake-Tasche noch, also zwei Stück. Und die fand ich richtig, richtig schön. Und ja, würde jetzt einfach mal sagen, ich schmeiß mich da mal rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Da hatte ich jetzt wirklich Glück. Ihr habt es gesehen, die Hose sitzt, passt und hat auch noch Luft. Ich finde sie super bequem und es gibt mir einfach immer so ein gutes Gefühl, wenn die Hosen wirklich so einen schönen, hohen Bund haben. Und trotzdem, mein Mann ist auch überhaupt nicht eingeengt, ne, durch dieses Stretch. Es fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Ich bin total happy damit. Und jetzt passt mir auch schon mit natürlich noch was ausgesucht. Und zwar diese Hose hier. Das ist auch wieder eine Stretch Jeans. Was ich hier so gut finde, ist dieser Bund. Und ja, diese Hose habt ihr bei mir schon gesehen. Jetzt habe ich sie mir noch in hell geholt, weil die einfach so bequem war. Auch meine Freundin hat dann bei mir hier so an den Hosen den Fülltest gemacht. Und hat gesagt, hey, mega. Sie hat direkt bestellt. Also die Hosen sind ultra gut. Und jetzt guckt mal, auch wieder hier haben wir diesen schönen hohen Bund, der dann aber so nach oben verläuft, was ich irgendwie richtig schön finde. Wir haben hier auch wieder praktische Taschen, dieses Mal eher so ein bisschen seitlich. Das haben wir auch auf beiden Seiten. Von hinten schaut sie so aus. Und es ist auch, genauso wie diese Jeans hier, eine 7/8-Hose. Und ja, die ziehen wir jetzt natürlich auch mal an. Ich bin so happy, dass ich mich für diese Hose entschieden habe. Ehrlich, die sitzt jetzt mittlerweile so gut, als wäre sie wie für mich gemacht. Das ist, oh, Wahnsinn. Ich liebe
einfach. Was ich auch gut finde, Moment, da muss ich euch noch mal ein bisschen runter machen, ist, dass sie hier schön eng wieder zusammenläuft. Na, und man noch so ein klein wenig quasi vom Bein sieht. Und hier auch der hohe Bund. Na, komm schon, so. Und natürlich ultra praktisch diese seitlichen Taschen, ne, wo man auch mal locker ein Handy oder irgendwas reinmachen kann. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Und es geht immer heiter weiter hier. Noch eine weitere Hose habe ich mir geholt. Die ist tatsächlich so wie die erste Hose, nur einen Ticken dunkler. Auch hier wieder das schöne Stretch, der hohe Bund. Dann haben wir hier wieder so angedeutete Taschen. Und hinten natürlich auch wieder diese Hosentaschen. Und ja, da ich einfach so zufrieden war mit Hose Nummer 1, gehe ich ganz stark davon aus, dass die nicht anders sein wird. Und da schmeiße ich mich jetzt mal rein. Ihr seht es schon, ich bin echt mega happy und ihr wisst, ich sage euch wirklich meine ehrliche Meinung, die darf ich euch auch sagen. Wenn mir ein Teil nicht gefällt oder ich da irgendwas habe, ja, ich darf das ganz ehrlich hier in diesem Video sagen, auch wenn hier jetzt Werbevideo eingeblendet ist, das ist mir immer wirklich extrem wichtig, aber ich fühle mich sau wohl, ehrlich, das ist, ich kann euch das nur mal empfehlen, ja, dass ihr auch mal die Hosen von Halara testet, weil es fühlt sich wirklich so an, als hättet ihr halt einfach nichts an, gell? Ich finde dann auch den Schnitt immer richtig schön, vorteilhaft vor allem für uns Damen. Und auch hier natürlich wieder, ne, diese Gesäßtaschen. Ich bin happy und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Teil. Ihr kennt mich. Was ist meine Lieblingsfarbe? Tada! Auch hier haben wir wieder, diesen geschnittenen Bund, richtig schön. Wir haben hier zwei Taschen vorne und hier haben wir auch zwei Taschen hinten. Genau, und die ist auch wieder, seht ihr schon, gell? Die ist ultra stretchy, lieb ich und ich weiß nicht, die fühlt sich jetzt schon wieder so richtig gut an. Ich weiß jetzt schon, bevor ich sie anprobiert habe, dass ich mich da drin wohlfühlen werde. Das ist echt richtig verrückt hier. Was soll ich sagen? Ich habe es genau gewusst, dass ich mich in dieser Hose wohlfühlen werde. Also das ist wieder wirklich so eine klassische Halara-Hose, wo ihr null das Gefühl habt, dass ihr angezogen seid. Dieser Stoff ist einfach der absolute Oberwahnsinn. Und wodurch ich mich richtig wohlfühle, ist einfach durch diesen hohen Bund. Ne? Das geht dann einmal schön hoch und überdeckt all das, was es überdecken soll. Richtig, richtig gut und natürlich sehr, sehr stretchy zum Wohlfühlen hier. Jetzt musste ich hier einmal schnell den Akku wechseln. Irgendwie blabber ich immer zu lang. So, es geht natürlich weiter mit den Hosen und guckt mal, da habe ich mir eine Sporthose, aber im Cargo-Style bestellt. Schaut euch das mal an. Das finde ich so schön, da hinten so ein bisschen gerafft. Na, dann hat man so zwei solcher Taschen. Der Stoff, wow, ist einfach mega, mega gut. So, von der Seite, beziehungsweise von vorne schaut sie so aus. Die hat dann auch hier wieder zwei Taschen, wo man alles Mögliche unterbekommen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel joggen ist, ne, dann kann man da das Handy reinmachen. Hier vielleicht die Packung von den Kopfhörern zum Beispiel jetzt. Oder vielleicht sogar, doch, ich glaube, da wird sogar eine Trinkflasche reinpassen.
wie schön. Natürlich auch hier wieder der hohe Bund und stretchy. Genau, und unten läuft sie auch wieder schön eng zusammen. Und ich freue mich so drauf. Ich habe ja schon eine Sportlegging von Halara und ich weiß genau, wie die sich am Körper anfühlen. Die schmiegen sich allgemein, die Kleidung von Halara schmiegt sich einfach so toll an den Körper an und man fühlt sich einfach ab der ersten Sekunde wohl. Das ist der absolute Wahnsinn. Und guckt mal, da hinten hatte ich euch vergessen zu zeigen, haben wir dann auch noch so ein Zeichen drauf. Ich freue mich jetzt wirklich, dass ich die anziehen darf. Wie es zu erwarten war, ich habe es genau gewusst, dass ich mich sehr, sehr wohl drin fühlen werde. Die fühlt sich einfach auch nicht an wie eine Sporthose, sondern wirklich, als wäre ich tatsächlich untenrum nackt. Das ist der absolute Wahnsinn, was eine Hose alles tun kann. Und ich finde auch wieder, die ist mega schön geschnitten. Ich versuche es mal hier ganz drauf zu kriegen. Das Problem ist, dass ich eventuell gleich meine Drehwand hier umschmeiße. Also wirklich, ich fühle mich saumäßig wohl drin. Was man natürlich dazu sagen muss, also die ist nicht transparent oder so, aber man sieht halt wirklich die komplette Körperform. Also nicht Körper, Beinform. Ne? Das sieht man auf jeden Fall. Dem muss man sich bewusst sein. Aber auf der Bequemheitsskala, ja, 10 von 10, definitiv. Das ist Wahnsinn, ne? Und wie gesagt, man fühlt sich null eingeengt. Ihr kennt das ja alle, wenn man in so einer Jeans den ganzen Tag steckt. Irgendwann fühlt sich das einfach nicht mehr so richtig bequem an. Das hat man bei Halara halt einfach nicht. Die sehen aus wie Jeans, ja, aber fühlen sich einfach mega bequem an. Ihr merkt schon, Jasmin ist wirklich sehr begeistert hier, gell? So, und jetzt habe ich mir nur eine Hose bestellt. Die habt ihr auch schon im letzten Halara-Haul von mir gesehen. Nur habe ich eine andere Farbe genommen. Und genau das ist diese Sportlegging, die ich eben angesprochen hatte. Die ist so bequem, ich habe die wirklich bei jeder Gelegenheit an. Ja, ich gehe auch so tatsächlich einkaufen, weil es ist ja keine Schlapperhose oder so. Ne? Also man kann ganz bequem damit rausgehen. Guck mal, hier der Bund, den finde ich halt echt klasse. Und was ich auch wieder gut finde, ist, dass diese Hose solche seitlichen Taschen wieder hat. Natürlich auf beiden Seiten dann. So sieht es jetzt einmal von hinten aus. Und so von vorne. Ich finde halt auch die Farbe einfach mega schön, gell? Guckt euch das an. Und unten geht die so richtig schön eng zusammen wieder. Und guckt mal, wie stretchy ist die bitte. Richtig cool. Im Schritt ist sie übrigens... Moment, ich versuche es mal drauf zu bekommen. Da ist sie so geschnitten. Ne? Erkennt man das? Versuchen wir es mal so, ob es so besser wird. Ja, ich glaube, man hat es gesehen, gell? Genau, und die ziehe ich jetzt einmal an und wahrscheinlich heute nochmal aus. Ja, wie es zu erwarten war, weil ich kenne die Hose ja schon. Es ist ja quasi nur eine andere Farbe. Wie ich es euch gesagt habe, als würde ich nichts tragen. Und nein, ich sage das wirklich nicht nur, weil das hier nur Zusammenarbeit ist. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Das kauft einem oftmals keiner ab. Ja, wenn ich immer sage, boah, ich finde alles gut. Ich finde wirklich alles gut. Das ist Quatsch. Kein Mensch kann wirklich alles gut finden, ja. Aber diese Hosen... Die machen mich einfach fertig. Und was ich noch schöner finde, ist, dass ich eine Größe kleiner bestellen konnte. Das ist doch immer ganz gut fürs Selbstbewusstsein, auch wenn ich noch ganz, ganz lange nicht fertig bin, gell? Ja, oh Gott, wenn ihr das anfassen könntet, es ist einfach so der Wahnsinn. So, ich habe mich wieder an ein Kleidchen rangetraut und bin mal gespannt, ob ich dieses Mal mehr Glück habe. Viele haben gesucht, Mensch, Jasmin,
verkauf's doch oder zieh ein engeres T-Shirt und ja die Kleider an. Aber ich habe ja vor, noch mehr abzunehmen. Und mein Ziel ist es dann natürlich, dass ich irgendwann so ein Kleid tragen kann und es auch wirklich richtig gut aussieht. So, auch bei diesem Kleid haben wir natürlich wieder wunderschönsten Stretchstoff. Und da ist auch gleichzeitig mit ein BH mit eingearbeitet. Ich könnte es ja einfach umdrehen, dann ging es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Na, also der ist schon hier mit eingearbeitet. Von hinten haben wir dieses Muster einmal. Ansonsten fällt das auch wieder ganz lockerlässig runter. Aber dieses Kleid hat noch ein paar mehr Details, denn wir haben auf beiden Seiten wieder Säcke dran. Und hier unten läuft es dann sehr, sehr weit zusammen. Also es fällt echt so locker flocker. Ich bin mal gespannt, wie es an mir aussieht. Ne, wie gesagt, ich hatte beim letzten Mal nicht so viel Glück mit den Kleidern. Aber für mehr Realität auf Social Media probieren wir es trotzdem an. Vielleicht habe ich ja Glück. Also was ich zu dem Kleid sagen kann, es ist gigantisch. Oh Gott, ich fühle mich wirklich wohl drin. Von hinten finde ich es halt auch voll schön. Und was ich halt super praktisch finde, war oftmals, weiß man ja gar nicht, bei so einem Kleid, was für ein BH soll ich drunter ziehen? Es ist halt schon mit drin. Wisst ihr, das ist echt gut. Da sitzt alles an Ort und Stelle, der fühlt sich gut an. Und das Kleid an sich fühlt sich wieder an, als hätte ich einfach gar nichts an, ne? Ganz nett finde ich auch hier diese Taschen wieder, ne, weil man da auch mal wieder sich irgendwas reinstecken kann, Schlüssel, Handy, was auch immer. Und es fällt einfach breit runter. Ne? Also ich finde den Stoff halt auch mega, mega angenehm. Was ich sagen muss, ich finde, es macht mich ab hier ein bisschen breiter nochmal als ich bin. Aber das ist mir in dem Moment egal, sobald ich mich in einem Kleidungsstück wohlfühle. Und das tue ich einfach. Das ist bombastisch, wirklich mega bombastisch. Also darüber habe ich mich jetzt echt richtig gefreut. Ich dachte schon, ich hätte Pech mit den Halara-Kleidern. Nee, tatsächlich nicht. Das finde ich mehr als okay. Kommen wir zum letzten Teil. Und ich habe mir genau dieses Kleid nochmal bestellt. Allerdings in der Farbe Blau. Und darüber freue ich mich gerade mega, weil ich mich halt hier in diesem Kleid so wohlfühle, obwohl es tatsächlich nicht schwarz ist. Und deshalb freue ich mich, dass ich es wirklich gleich in zwei verschiedenen Farben habe. Ich freue mich auf den Sommer. Es wird Zeit, dass endlich mal gescheites Wetter ist. Auch hier natürlich das gleiche wie bei diesem Kleid. Wir haben einen eingearbeiteten BH oder Bustier, würde ich fast sagen, ist es eher. Ne? Und dann haben wir da auch wieder so ein kleiner Aufdruck, wie bei dem anderen Kleid auch. Und selbstverständlich auch hier wieder die Seitentaschen und dann fällt es einfach locker flocker wieder runter. Und das ziehe ich jetzt an. Was soll ich sagen? Ich fühle mich selbstverständlich in dem Kleid wohl. War ja abzusehen, ne? Nachdem das erste Kleid auch ein Volltreffer war. Was habe ich Glück gehabt heute? Wahnsinn, hey! Ganz ehrliche Meinung, heute war nicht ein Teil dabei, wo ich denke, ist nicht so. Ne? Also ich hatte echt mega Glück. Das einzige Problem, das ich jetzt gerade im Moment habe, ist, mir ist kalt. Weil es ist ja doch alles andere als schönes Wetter im Moment. Ich habe eiskalte Füße. Mir ist hier kalt. Ich will mir gleich wieder was Warmes anziehen. Aber ich fühle mich einfach richtig, richtig wohl darin. War ein Glück. Ich weiß, viele werden jetzt denken, oh jo, klar, ne, die kriegt Geld dafür.
die erzählt sonst was. Nee, mache ich nicht. Mir ist meine eigene Meinung trotzdem immer noch wichtiger. Aber toll, ehrlich. Ihr Lieben, das war's jetzt auch schon wieder von mir. Denkt unbedingt an meinen Rabattcode, wenn ihr euch auch bei Halara sehr, sehr gemütliche Kleidung bestellen möchtet. Und wie gesagt, alles steht unten in der Infobox, natürlich auch alle Teile verlinkt, die ihr jetzt in diesem Video gesehen habt. Und ja, ansonsten, ich freue mich wieder wie immer über euer Däumchen nach oben und über euer Feedback hier unten in den Kommentaren und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!